Baileys Coca-Cola. Ja, hallo und herzlich willkommen miteinander, Leute. Ich bin's wieder mal, euer Cola. Heute mal nicht mit einem Naruto Online-Video, sondern einem kleinen, nennen wir es Besprechungsvideo, also irgendwie in der Art. Und auch mit so ein, zwei kleinen Ankündigungen. Folgendermaßen, ihr habt sicher alle, naja, ihr seid sicher alle am Einschlafen und wartet gespannt vor dem PC, dass neue Videos kommen. Ja, ich kann euch sagen, ihr könnt euch freuen, weil ich mich dazu entschieden habe, auch endlich mal dieses Only PvP ein bisschen mal wegzulassen und auch andere Videos zu Naruto Online zu machen. Ja, weil ich war in letzter Zeit auch ziemlich beschäftigt. Und hatte einige Dinge zu tun. Und ja, jetzt sind mir ein paar Ideen gekommen, womit ich euch ein bisschen unterhalten kann. Und da bin ich schon auch fleißig dran am Werkeln. Und zwar folgendermaßen habe ich mir gedacht, Eremitenschlachtfeld nehme ich mit rein. Egal wie schlecht ich spiele, etc. Eremitenschlachtfeld nehme ich ab sofort auf. Kommentiert oder unkommentiert, weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich mache ich ein bisschen beides. Weil meistens bin ich nicht unbedingt gerade bei bester Laune etc. Und dann muss ich schauen, dass ich da halt mich nicht aufrege über irgendwelche Gegner oder so. Und ich lade auch alles hoch, auch wenn ich komplett verliere oder was. Weil das Eremitenschlachtfeld benutze ich oft, um neue Aufstellungen auszuprobieren etc. Dann... Das Ding nämlich ist auch noch, dass bei Arena-Videos und so weiter, die ich gemacht habe, ich finde einfach keine Gegner mehr. Oder zumindest einfach keine Gegner, die wirklich interessant wären, um euch diese Kämpfe zu zeigen. Weil ich will euch keine langweiligen Kämpfe zeigen. Ich will euch irgendwas zeigen, das interessant ist, spannend ist, anzuschauen. Dann das nächste Problem war beim Turnierschlachtfeld, das habe ich auch öfters hochgeladen. Das Turnierschlachtfeld ist halt so, die Gegner liefen mir instant, wenn sie mich sehen, zumindest die größten Teile der Gegner. Und wenn mir 4 von 5 Gegner aus dem Kampf liefen, kann ich euch da nicht wirklich etwas zeigen. Heißt, das ein oder andere Turnierschlachtfeld fällt meist aus, auch wenn ich eigentlich die meisten immer aufnehme, auch wenn ich meistens den ersten Kampf vergesse. Ja, ich muss jetzt schauen, dass ich hier ein bisschen beim Skript bleibe. Ich habe mir extra hier alles aufgeschrieben, weil sonst mache ich hier irgendwelche Fehler. Was ich euch erzählen wollte. Ja, genau. Seht ihr, jetzt bin ich schon wieder rausgeflogen. Das bin wieder ich mit meinem tauben Hirn. Ja, folgendermaßen. Genau, was ich machen wollte, war, ich werde ab sofort, sagen wir so ungefähr Samstag oder Montags, nicht Samstag, Sonntags oder Montags, so gegen Abend, ein Video hochladen zu meinen Fortschritten in Naruto Online. Heißt, wie viel Prozent ich beim XP-Balken mittlerweile gekriegt habe, was ich alles upgraden konnte, wie viel Kampfkraft ich gekriegt habe, wie viel Magatamas, bla 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 und so weiter, wie viele Fragmente von welchen Ninjas und so weiter. Das war das so ein bisschen, damit wir immer jede Woche auch sicher ein Video haben, das ganz sicher kommen wird. Plus halt neben den Eremitenschlachtfeld-Videos, die glaube ich dann, lasst mich kurz nachschauen, das Eremitenschlachtfeld ist insgesamt Dienstag, Donnerstag und Sonntags. Heißt, ihr könnt euch auf 3 Videos pro Woche ungefähr freuen, würde ich sagen. Plus dann noch dieses Fortschrittsvideo, wenn ich es nicht vergesse, aufzunehmen. Ich muss natürlich schauen, dass ich da dann eine gewisse Routine finde, um euch das zu zeigen. Und ja, ich denke, dann können wir ganz sicher was hochladen. Ich werde auch immer wieder probieren, das Turnierschlachtfeld hochzuladen, auch die Arena. Was ich wieder machen wollte, was ich total vergessen habe, waren diese Challenge-Videos. Also auch jetzt wieder noch kurz zur Frage, wollt ihr das überhaupt? Auch wenn ich gesehen habe, dass das wahrscheinlich mein meist angesehenes Video ist, so ungefähr,
Von allen. Oh, jetzt habe ich die Musik ausgeschaltet. Oh, das war blöd. Und ich glaube, da war schon recht Interesse daran, von euch Leuten, das anzuschauen. Und ich denke, da werde ich auch wieder irgendwas machen, falls ihr Leute, meine Abonnenten, ihr hier alle Interessen daran habt, natürlich. Schickt mir doch mal ein paar Ideen. Ich bin nicht gerade unbedingt ein Ideengenie. Ich habe jetzt auch das Video hier komplett übelst zusammengebastelt. Ich denke, ihr habt es gesehen zwischen den Übergängen, zwischen den Bildern. Aber daran müsst ihr euch gewöhnen bei mir. Das muss irgendwie fast schon sein. Das gehört ein bisschen dazu. Dann vielleicht könnt ihr noch andere Ideen bringen, was ich vielleicht machen könnte. Ich möchte natürlich vorerst mal bei einer Route online bleiben. Auch wenn ich so an und für sich die Grundidee hatte, etwas zu Dragon Ball Xenoverse 2 zu machen, das irgendwann in 3 Wochen rauskommt. Weil ich bin ein richtiger Fan der Serie und werde das auch sehr, sehr oft spielen dann. Aber das ist jetzt eigentlich größtenteils Nebensache. Wir werden uns größtenteils immer noch auf Naruto Online konzentrieren. Also, wie gesagt, ihr könnt euch freuen auf endlich mal das Eremitenschlachtfeld. Es werden lange Videos sein. Ich werde die nicht schneiden. Dazu bin ich einfach zu faul. Das kennt ihr ja von mir. Ich werde die einfach komplett hochladen. Kommentiert oder unkommentiert, je nachdem, wie ich Lust dazu habe. Dann ganz sicher dieses Fortschrittsvideo, das werde ich dann so ab nächster Woche dann mal versuchen, in Realität umzusetzen. Ich denke, das ist sicher interessant, wenn man so ein bisschen sieht, wie andere Spieler halt eben, oder zum Beispiel halt eben ich, so für Fortschritte mache, im Leveln etc., was ich sonst was alles kriege und so weiter, ne? Ich werde dort auch Beziehungen aus der Truhe auflisten und was weiß ich was alles. Ich werde mir das noch anschauen. Da bin ich mir auch noch nicht ganz so sicher. Wie gesagt, wenn ihr andere Ideen habt, dann schreibt mir das unten in die Kommentare. Da wäre ich wirklich froh drauf. Eben, wie gesagt, ich bin nicht gerade unbedingt das kreativste Genie hier auf der Welt. Vielleicht könnte ich auch den Gildenkrieg aus meiner Sicht ab sofort aufnehmen. Senpai ist ja nicht mehr bei der Gilde Naruto, sondern ist zu Mortal rüber. Heißt, ihr werdet nicht mehr das sich von meiner Gilde her sehen. Darum dachte ich mir, nehme ich auch gleich die Chance in die Hand und lass dann halt gleich hoch. Also ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie mit Senpai jetzt schlecht da wäre. Wir sind na, absolut ganz normal miteinander. Das klingt irgendwie komisch, aber. So wie ich das gerade sage, aber, ne? Entschuldigt mal. So, da muss ich kurz husten. Na, das ist auch bei mir immer noch so, dass mich mein Husten hier quält, hier Videos zu machen. Also, wie gesagt, ich werde auch noch weiterhin Videos bei Semper auf dem Kanal mit hochladen. Da müsst ihr keine Angst haben. Ja, das Video war eigentlich spontan jetzt gerade gemacht, wie gesagt. Und ich hoffe, dass ihr ja doch ein bisschen ein paar Ideen habt vielleicht. Ich werde ganz sicher mal Mann, probieren das umzusetzen, was ich euch jetzt gerade gesagt habe. Und damit kommt eigentlich dieses Info-Video auch schon zum Ende, würde ich behaupten. Bin mir nicht, jetzt nicht sicher, ob die Qualität dieses Videos gut sein wird, aber ich lasse es trotzdem hoch. Es hat mich genug gelang, genauert hier das Ganze umzusetzen. Diesen ganzen komischen Bildern und so. Bin kein Technik-Genie, das auch, ne? Daumenhirn und so. Darum kommen wir zum Ende und ich sage ciao. Ich hoffe, das Video konnte euch auch noch ein bisschen unterhalten, wenn es sein muss. Und ja, dann bis zum nächsten Mal beim nächsten Video. Ciao!